Laura, du hast mir ja heute schon eine Menge über Bioprodukte und Biosiegel beigebracht und ich habe noch ein paar Fragen aus meiner Community mitgebracht. Zum Beispiel, ist das Discounter-Bio eigentlich ein anderes Bio als das Bio aus dem Biomarkt? Nee, ist es nicht, denn die Grundlage und die Basis, die dahinter steht, also die EU-Öko-Verordnung, ist für alle gleich. Also das heißt, wir haben strenge Vorgaben und Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Ganz egal, ob das Produkt am Ende im Discount ist, im Supermarkt oder im Biomarkt. Okay, aber wie kann das denn sein, dass jetzt Bioprodukte hier bei Lidl zu einem Discountpreis angeboten werden können und im Biomarkt ist es deutlich teurer? Dabei ist wichtig zu sagen, dass wir einfach ganz andere Prozesse im Hintergrund haben, also sehr effizient arbeiten im Grunde genommen, eine gewisse Einfachheit auch haben. Und diese Strukturen ermöglichen uns im Grunde genommen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Produkte anbieten zu können mit der fairen Vergütung der Landwirte. Eine andere Frage ist, kann ich mich auf das EU-Bio-Logo wirklich verlassen? Kannst du auf jeden Fall, denn wir haben eine rechtlich verbindliche Grundlage mit der EU-Öko-Verordnung. Und die muss sowohl der Produzent als auch der Handel als auch der Erzeuger einhalten. Und das wird quasi mindestens einmal im Jahr geprüft durch die sogenannte Öko-Kontrollstelle. Aber es gibt auch unangekündigte Stichproben, die stattfinden können. Und wenn hier insgesamt Abweichungen stattfinden, dann kann es durchaus sein, dass auch der Bio-Status aberkannt wird. Heißt also, überall da, wo Bio draufsteht, muss auch Bio drin sein. Okay. Und wie funktioniert die Unterscheidung von Bio zu Nicht-Bio denn bei unverpackten Lebensmitteln, zum Beispiel bei den Backwaren? Also dir ist wahrscheinlich aufgefallen, als du durch die Filiale gegangen bist, dass wir unsere Bio-Lebensmittel auch nochmal separat kennzeichnen. Und bei uns im Bake-Off-Bereich wird das auch berücksichtigt, wenn wir tatsächlich die einzelnen Produkte aufbacken. Das heißt, im oberen Bereich des Backofens wird sozusagen das Bio-Produkt aufgebacken und im unteren das konventionelle, sodass keine Kontamination stattfinden kann. Und wenn du dann quasi vor der Bake-Off-Theke stehst, siehst du auch wieder die Bio-Produkte entsprechend ausgelobt. Was denkst du, wenn Bio so gut für alle ist, sollten wir dann nicht vielleicht alle nur noch Bio essen? Eine sehr spannende Frage. Wir möchten auch gerne eine nachhaltigere Landwirtschaft fördern, aber trotzdem den Kunden die Möglichkeit und die Wahl lassen, für welches Produkt er sich im Grunde entscheidet. Nichtsdestotrotz wollen wir aber unser nachhaltiges Sortiment auch ausbauen. Dafür haben wir uns ja auch ein Ziel gesetzt, und zwar unsere Bio-Artikel bis 2025 zu erhöhen. Und zwar mit einem Anteil von 10% im Festlistungsbereich. Okay, also das heißt, es wird immer mehr Bioprodukte geben. Das ist das Ziel. Im Endeffekt kann jeder selber entscheiden, was er essen möchte. Genau, wir möchten unseren Kunden gern die Wahl lassen. Okay, vielen Dank, Laura. Danke dir.